Als wäre in den letzten Wochen noch nicht genug passiert, muss Valentina Doronina jetzt auch noch den nächsten Schlag verkraften. Nach dem Sommerhaus der Stars-Drama scheint sie keiner mehr im TV sehen zu wollen. Im Sommerhaus der Stars ist in diesem Jahr wieder richtig was los. Valentina Doronina und ihr Verlobter Ken Kaplan sind nicht gut auf Gigi Birufio zu sprechen, weil dieser während der Sendung handgreiflich geworden ist. Das Paar hat bereits Anzeige gegen ihn erstattet, doch Ruhe kehrt trotzdem nicht ein. Im Netz feuern die TV-Blondine und ihr Schatz heftig gegen den Sender und alle Sommerhaus-Teilnehmer, die sich nach der Auseinandersetzung nicht auf ihre Seite gestellt haben. Heftige Vorwürfe gegen RTL. Trotz der Auseinandersetzung scheinen viele Fans kein Verständnis für Valentina und Ken zu haben. Auf dem Instagram-Kanal des Senders häufen sich mittlerweile die Kommentare von empörten Zuschauern, die den Fehler bei dem Paar sehen. Viele wünschen sich, dass den beiden in Zukunft keine Plattform mehr geboten werden soll. Valentina müsste von RTL komplett ausgeschlossen werden, für jegliche Projekte. Das wäre ein Statement. Boykottiert Valentina sofort aus euren Sendungen, sonst werde ich RTL Plus kündigen und ich werde es nicht alleine tun. Schämt sich RTL nicht, dieser Valentina eine Bühne zu geben? Gehen denn Einschaltquoten über alles, sodass man Dauerbeleidigungen keinen Riegel vorschiebt? Unterstützt eure Fans, indem ihr solche Kandidaten wie Mike Kees und Valentina nie wieder bei RTL in solche Shows einladet. Sowas will niemand sehen. Doch es gibt auch Fans, die Valentina unterstützen. Mittlerweile mag ich die beiden, alleine schon wegen ihrer Ehrlichkeit. Und ganz egal, ob man jemanden mag oder nicht, Gewalt ist absolut unterste Schublade, schreibt ein User auf dem Instagram-Kanal der Reality-TV-Queen. Bleibt abzuwarten, wie sich die Lage entwickelt, denn das letzte Wort ist hier bestimmt noch nicht gesprochen.